Hallo, ich bin Renate im Weltenlehrer-Team. Und heute geht es darum, auch für die lieben Leute, die unseren Newsletter immer bekommen, heute mal live anstelle von Schreiben. Ja? Weil es geht vor allen Dingen um den 21.12.2012. Wow, wenn ich überlege, heute haben wir den 18., das wäre ja schon in 2 Tagen. In 2 Tagen geht also der Maya-Kalender zu Ende und es wird viel darüber spekuliert, was passiert wohl an diesem Datum. Viele Menschen haben schon vorgesorgt, viele haben Angst, die Welt geht unter, viele meinen, könnte vielleicht ein Planet kommen, viele meinen, es ist ein Bewusstseinswandel und ja, ich persönlich kann euch sagen, ich glaube, das was ich weiß, informiert bin, es wird keinen Weltuntergang geben. Die Erde wird nicht auf einmal untergehen und auch wir nicht. Aber dennoch, glaube ich, sind wir in einer unwahrscheinlich bedeutenden Zeit. Und darum geht es ja auch im Lichtcode, in unserem Buch, was vielleicht einige von euch schon kennen, das neue Buch von uns. Und dieser Lichtcode ist eine reine Aufklärungsschrift, wie alles, was ich mache. Ich möchte nicht irgendwas jetzt rausziehen aus dem Inhalt, um irgendwas Unzusammenhängendes euch weiterzugeben, aber ich möchte etwas ganz Wichtiges dazu sagen. Die Engel Ariel und Morgenstern. Das Buch heißt ja auch Gespräche mit den Engeln Ariel und Morgenstern, haben uns ganz was anderes erzählt. Aber sie haben uns auch erzählt, worum es wirklich geht, was jeder Einzelne von uns wirklich tun kann und dass wir vor allen Dingen überhaupt nicht machtlos sind. Wir glauben nur, wir wären machtlos, wenn wir natürlich das glauben, was uns tagtäglich von den normalen Werbemedien erzählt wird, was wir in der Schule gelernt haben, was uns eingebläut wurde, immer rein vom Verstandeswissen her, ja dann, muss ich mal sagen, sind wir nicht so gut dran. Denn dann fühlen wir ja nichts mehr. Und darum geht es ja letzten Endes. Es geht um das Erwachen des Fühlwesens in uns. Und ich glaube, es geht darum, dass die wahre Gottheit wieder auf die Erde zurückkehren wird. So steht es im Lichtcode. Und wer ist die wahre Gottheit? Das ist ja schon wieder eine Frage. Ja, es wäre ein nie endendes, glaube ich, Debatte, die ich jetzt führen müsste. Weil jeder stellt sich ja irgendetwas anderes darunter vor. Und das ist auch okay so. Ja, da will ich ja überhaupt kein bisschen dran rütteln. Ich kann nur das weitergeben, was ich weiß und was ich erfahren habe. Und wenn so manch einer von euch fragt oder auch schon gefragt hat, ja warum lässt denn Gott all das Schlimme auf der Erde zu? Warum lässt er all das Leid zu? Ja, genau darum geht es auch, wenn ihr wüsstet, worum es wirklich geht, dann würde so manch einer von euch jetzt ganz ehrlich, ganz schön erstaunt oder auch erschüttert sein. Aber wichtig ist, solange wir hier sind, das heißt also leben und atmen, können wir alle miteinander wirklich die Verantwortung in die eigene Hand nehmen und zu schauen, was kann ich denn selbst dafür tun, dass wir in einer besseren Welt leben? Und darum geht es nämlich. Es geht auch um die Gemeinnützigkeit und nicht um den Eigennutz, der hier so sehr gefördert wird. Jeder gegen jeden, ja? Alt gegen Jung, die Menschen gegen die Tiere, Menschen gegen die Natur, Menschen untereinander, miteinander. Ein gnadenloser Ellenbogenkampf ist entstanden, ja? Und der wütet immer mehr. Und im Grunde genommen ist wirklich eines vollkommen auf der Strecke geblieben. Das muss ich einfach mal ganz deutlich nochmal hervorheben. Das ist wirklich das Mitgefühl, die Liebe, das Verständnis füreinander, die Akzeptanz und auch die Toleranz. Stellt euch mal vor, es würde jetzt neben euch auf einmal ein Außerirdischer stehen und der würde ganz anders aussehen. Mit Riesenhörnern oder mit so einem dicken Bauch oder ganz grün oder irgendwie. Was würdet ihr machen? Ja? Manch einer würden sich so erschrecken, so eine Angst haben, die würden ihn auf der Stelle umbringen oder einsperren wollen.
Das ist damit gemeint. Glaubt ihr, dass wir Menschen mit so einer Einstellung weitergehen dürfen ins Universum? Und glaubt mir auch eins, es wird keiner kommen. Keiner wird kommen und euch da auf einmal in eine ganz andere Bewusstseinsebene heben. Nein, das wird nicht geschehen, weil die Evolution lässt das gar nicht zu. Das kann ich euch ganz ehrlich sagen, ja. Jedenfalls nicht, was die Menschheit anbetrifft. Die Evolution, einfach zu erkennen, dass jeder, auch jeder Einzelne, die Verantwortung für sein Leben selbst trägt, für sein Handeln und für sein Nichthandeln. Und das betrifft ja auch die Tiere. Das betrifft ja auch, was hält der Mensch von den Tieren? Wie geht er mit den Tieren um? Wie geht er mit der Natur um? Sieht er sich als Krönung der Schöpfung? So wie es leider auch die christliche Lehre immer noch darstellt, jedenfalls die gängige christliche Lehre, nach den großen Kirchen, die ganz klar auch aussagen, ja, der Mensch, das ist die Krönung, der steht da drüber, ja, der darf alles machen, ja, das stimmt aber nicht, ja, es stimmt nicht, ja, glaubt das nicht länger. Der Mensch ist vor Gottes Angesicht, und jetzt komme ich wieder darauf zurück, der wahre Gott, die wahre Gottheit, nicht mehr wert. Das mag zu einem, manchen von euch jetzt ein bisschen komisch vorkommen oder oder fühlt sich ein bisschen jetzt auf den Schlips getreten, aber es ist so. Aber ich kann euch nur raten, kauft euch dieses Buch, der Lichtcode, nochmal ans Herz gelegt, Ursache der Schöpfung, ja? Und ich schwöre euch eines, ihr wisst ganz genau, um was es geht und was ihr wirklich tun könnt. Jeder einzelne von euch.